dass er einen großen Fehler gemacht hat. Wenn Jibril das gemacht hat, was ist mit Allah? Oder? Er kann ihm sagen, Jibril, was hast du gemacht? Ich habe dir zu Ar-Rasul also geschickt, nicht zu Ali. Sagen wir, obwohl sie, die sind masum, die Engel sind masum, die machen keinen Fehler. Okay? Au ahadun min rusuli. Oder sagst, ich glaube an alle Propheten, außer Shu'aib zum Beispiel. Oder außer Isa. Genau wie Juden, die glauben nicht an Isa, noch nie geglaubt. Die glauben auch nicht an Isa. Das heißt, die sind auch genauso. Das ist auch ein Hukum. Au idya al-ghayb. Wenn jemand sagt, ich kann diese verborgen. Ich kann das richtig einfach. Ich mache nur so. Und dann sagt sie, was morgen kommt. Obwohl Allah hat gesagt, in Surah Tawbah. Nicht Surah Tawbah. An-Naml. Surah An-Naml Nummer 65. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Keiner weiß Al-Ghayb. Die Leute, die hier sind, Engel, die oben sind, keiner kann diese Verbindung wissen. إِلَّا اللَّهِ. Oder, wenn Allah will, er zeigt auch ein paar Sachen für Propheten. Oder? كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْجِنِ. الْجِنِ 26, 27. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول. Wenn Allah etwas zeigen will als Ghaib, er sagt einen Prophet. خلاص, er sagt weiter. Das heißt, ein Ghaib schon draußen gegangen zu anderen Prophet. صلى الله عليه وسلم. Okay? Surat An-Naml. Ne? Surah Al-Jin 26, 27. Alimul Ghayb, fala yudhhiru ala ghaybihi ahada illa man irtadha min rasul. Okay? Das heißt, wenn jemand auch denkt oder sagt, ich kann Ghayb wissen, auch genauso. Auch genauso. Oder Iddia'un Nubuwa, wenn jemand sagt, ich bin ein Prophet. Auch genauso. Oder? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, es wird kommen 30 Leute, die werden sagen, auch dass die Propheten sind. Und von diesen 30 Leuten sind 4 Frauen gekommen. 4 Frauen gekommen. Hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ach nein, der Rasul sallallahu alaihi wasallam, der ist letzter Prophet. Khatam al-Anbiya. خاتم الأنبياء والرسل. Das heißt auch, diese Mirza ist auch genauso. Nein. أو تصديق من يدعيها. Wenn jemand, der kommt zum Beispiel und sagt, ich bin ein Prophet, und kommen die Leute und sagen, ja, du bist ein Prophet. Auch genauso. Die sind auch kaputt. Das heißt, alle Ahmadiyya sind so. Warum? Weil die haben an diese Shaitan geglaubt. Und wenn jemand an Shaitan glaubt, die sind alle Shayatin von ihm. Die sind seine Kollege. Die Kollege von Shaitan. Ja. La hawla wala quwwata illa billah. Okay? Nummer 2. Wir haben gesagt, jetzt, was man sagt, bringt uns auch von Islam. Jetzt, was man macht. Taten. Taten jetzt. Nein. Witze machen. Diese Witze machen oder Religion, egal ob man ernst meint oder nicht. Nein, das dürfen wir auch nicht. Al-Istihza. Es gibt manche Leute, die machen Witze über Ar-Rasul oder über Islam. Das ist meine. Und das ist auch eine Art Lüge. Das ist auch قال الرسول صلى الله عليه وسلم man darf nicht lügen, auch wenn das nur als Spaß ist. Schau mal, جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم, der war
und kam eine Frau und die Frau hat eine Tochter gehabt oder einen Sohn. Allahu alam. Hauptsache, die Frau hat dazu ihrem Sohn gesagt, wenn du das machst, ich werde dir ein Dattel geben oder ein Geschenk geben, obwohl die nichts hat. Und danach, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat diese Frau gesagt, hast du etwas? Er sagt, nein, ich habe nichts. Und dann hat er gesagt zu der Frau, wenn du das machst, das ist auch eine Lüge. Man darf nicht auch mit Spaß das machen. Qala, lau fa'altiha, la kutibat alayki kadhba. Es wird auch geschrieben, dass du gelogen hast. Man darf nicht das. Aber es gibt, wir haben gesagt, es gibt, wann dürfen wir lügen? Es gibt Ausnahmen, oder? Beispiel. Du hast keine Frau, warum sagst du immer Frau? Okay, was sagst du zu deiner zukünftigen Frau? Ja, du bist die Hübscheste. Die Hübscheste auf der Welt, ja. Okay, was nachher machen? Wenn du zwischen zwei Parteien Frieden machst. Ja, zwei Brüder. Ne? Die haben Streit, aber trotzdem sagt Wallah, der hat über dich richtig geredet. Und der andere auch genauso, damit du eine richtige Verbindung auch machst. Ach, Ahmed. Ibrahim alayhi salam, ja. Hatte auch diese drei Lügen, aber das war keine echte Lüge. Na, Krieg auch genauso. Oder? Mit Gewalt. Gewalt. Wenn man mit Gewalt jemanden sagt, ja, jetzt sagt es so und so, und er sagt es nur mit seinem Finger. Ikram meinst du? Na, das ist auch, ja. Umstukrihu alayhi. Das heißt mit Gewalt und mit Zwang. Das ist auch, na. Okay, Ar-Ridda bil-Fi'l. Taten, die Taten, die uns auch also vom Islam rausbringt. Erstens als Sujud und Sanam, dass du Sujud für Sanam, ein Statu, ein Götze machst. Sujud oder Shajar oder Al-Hajar. Es gibt heutzutage gibt es viele Leute, die machen Sujud, sogar auch vor der Gräbe. Oder? Na. Also, Ad-Dabh, schlachtst du auch vor einem Grab und sagst du, bitte gib mir das und das. Das ist auch eine Shirkun Akbar. Taten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Iyakum wal ghulu. Was heißt Al-Ghulu? Übertreibung, viel Überlobung. Übertreibung. Iyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum. Al-Ghulu. Wer hat die Leute, die vor uns waren, kaputt gemacht? Diese Übertreibung. Warum? Ittakhadu qubura anbiya'ihim qubura. Na, wenn jemand also damals gestorben ist und der für die ein Scheich oder so, dann die machen für ein Statue oder ein Götzen und die bitten die an. Genau wie die Zeit von Nuh alayhi salam. Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat auch gesagt, Iyakum wal ghulu. Und auch der Rasul sallallahu alaihi wa sallam beim Sterben, kana muhtadiran. Ja, beim Sterben, hat er zu ihm gesagt, dürft ihr mein Grab nicht als Eid, awethan. Eidan heißt, jedes Jahr kommt ihr zu mir. Okay? Oder zum Beispiel, die sagen, die Sufis, man darf auch jetzt, also die Gräber auch in Moschee auch machen. Und die geben auch Beweis, sagen, schau mal, Grab von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist auch in der Moschee. Aber das war nie in Moschee. Das ist sein Haus, seine Wohnung, wo er gestorben ist, dort wird auch also gegraben. Name. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn jemand zum Beispiel einen Asnam anbetet, ja? Ja. Und ihm wurde nicht die Hujja gegeben, sondern er ist so gestorben. Nein. Ist er noch ein Muslim oder ist er ein Muschrik ohne? Allah, bei solchen Sachen, schau mal. Normalerweise, Allah hat uns gesagt, was alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamu. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch gesagt, Talabul ilm, faridatun ala kulli muslim. Warum? Es gibt auch manche Leute, die streben auch nicht nach Wissen.
Hä? Ja, die sind Alhamdulillah. Ich kann dort also bei diesem Sheikh, wo sein Grab ist, Tee trinken, Keks essen, schlafen, Mittagsschläfchen, Albträume, gute Träume. Und Alhamdulillah, ich bin zufrieden. Und er hat mir auch gesagt, wenn du mich folgst, dann bist du ins Paradies. Was meinst du? Al-Jahl ist auch manchmal ist auch keine Entschuldigung. Aber allgemein ist es eine Entschuldigung? Nein, Achi. Schau mal, kannst du auch sagen, allgemein ist nichts. Die Christen sind auch Jahl.